Hallo, ich bin Michael Fährmann von der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen und ich zeige euch, wie man eine Kartoffelbatterie baut. Für die Kartoffelbatterie benötigen wir 4 Kartoffeln, 4 5-Cent-Münzen, 4 verzinkte Unterlagscheiben, 5 Krokodilklemmen, die man in jedem Elektrofachhandel bekommt, oder alternativ kann man auch abisolierte Kabel nehmen mit einer Büroklammer. Des Weiteren brauchen wir eine kleine Leuchtdiode und ein Messer. Wenn ihr das ganze Material zusammen habt, könnt ihr anfangen, die Kartoffeln auf einer Seite etwas anzuschneiden, damit sie einfach besser auf der Unterlage liegen. Jetzt werden mit dem Messer in jede Kartoffel auf der oberen Seite 2 Schlitze eingeschnitten, die etwas auseinander liegen. Nun wird in jede Kartoffel auf der Oberseite in den einen Schlitz eine 5-Cent-Münze eingesteckt und in den anderen Schlitz die verzinkte Unterlagscheibe. Damit die Kartoffeln nun elektrisch leitend miteinander verbunden sind, müsst ihr mit den Kabeln jeweils die Kupfermünze der einen Kartoffel mit der verzinkten Unterlagscheibe der anderen Kartoffel verbinden. Am Ende wird nun die Leuchtdiode angeschlossen. Dabei ist zu beachten, dass ihr mit dem Kabel das kurze Beinchen der Leuchtdiode mit der verzinkten Unterlagscheibe verbindet und das lange Beinchen mit der Kupfermünze. Somit haben wir nun einen Stromkreis geschlossen. Durch die 2 unterschiedlichen Materialien, nämlich der Kupfermünze und der verzinkten Unterlagscheibe, entsteht in der Kartoffel eine chemische Reaktion. Diese nennt man in den Fachkreisen auch ein galvanisches Element und somit beginnt in den Kabeln Strom zu fließen. Auch durch die LED und diese fängt an zu blinken.